Willkommen zu Frequent Traveler TV Themenvorschau am 27. Juli 2024. Wieder eine frisch gepresste Sendung heute um 19 Uhr mit folgenden Themen für euch. Gourmet Jetsetter. Emirates Airlines testet Business Class Essen Vorbestellung. Ja, ganz genau. Man kann mit den ersten Schritten, die Emirates jetzt unternimmt, per App sein Essen bestellen vor Abflug. 14 Tage, glaube ich, vor Abflug bis 24 Stunden vor dem Flug. Damit man auch das bekommt, was man haben möchte und essen möchte. Und die bevorzugte Mahlzeit, die man hat, hilft auch dabei, dass man dort Lebensmittelverschwendung vorbeugt und reduziert. Denn wenn jeder das bekommt, was er mag, gibt es weniger Leute, die am Ende des Tages sagen, mag ich doch nicht. Wie findet ihr die Idee, Essen vorzubestellen? Würdest du auch Essen kostenpflichtig vorbestellen wollen, wenn es zum Beispiel qualitativ dann wesentlich hochwertiger ist? Wir kennen das ja von Singapore Airlines zum Beispiel. Ich bin mal gespannt, wie ihr die Frage des Tages jetzt beantwortet oder heute Abend beantwortet um 19 Uhr. Lufthansa-Piloten, sie sagen, wir haben ein Ergebnis, aber keinen Abschluss. Heißt also, man möchte da noch mal ein bisschen schauen und die Piloten entscheiden lassen. Die Lufthansa City Airlines startet noch im Sommer 2023 und hat den ersten Flieger. Ja, Boeing 737 MAX 7 kommt erst 2024. Das ist für Boeing natürlich nicht so ganz so coole News. Emirates Airlines haben wir ja besprochen, heute um 19 Uhr mit dem Essen. Und Etihad Airways Residence mit Punkten kaufen. Heißt also, da kann man noch wirklich Schnäppchen schlagen. Ich erkläre euch, mit welcher Kreditkarte oder aber mit welchen Punkten. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und vor allem ein Like dazulassen. Ich freue mich, euch heute Abend zu sehen um 19 Uhr auf Frequent Traveler TV. Und dann gibt es die frisch gepressten Themen auch en Detail. Also, bis heute Abend. Ciao.